Willkommen zum dritten XCG-WM-Stammtisch am Ruhetag der Langläufer. Aber es ist trotzdem viel passiert heute. Unter anderem die erste Goldmedaille gab es für die nordischen Kombinierer durch Johannes Rützek. Trotzdem freut es mich, dass er es geschafft hat, heute hier Abend zu Gast zu sein. Der Mann, der ja sehr viel zu tun hat mit seinem Team in diesen Tagen. René Sommerfeld, servus. Danke dir für die Einladung. Gesamtweltcup-Sieger 2004. WM-Silbermedaillengewinner über die 50 Kilometer und jetzt, deswegen bist du auch heute hier, Cheftechniker im deutschen Team. Ich habe es angesprochen, ihr habt viel zu tun. Vielleicht, weil man sich das schwer vorstellen kann, so als Außenstehender und es ja im Fernsehen nicht zu sehen ist, welcher Aufwand steckt hinter so einer WM speziell jetzt hier? Ja, WM ist natürlich immer was ganz Besonderes und da tut man natürlich mit noch ein bisschen mehr Aufwand reingehen und wir haben auch einen Techniker mehr jetzt hier mit dabei, dass wir unsere Aktiven da voll unterstützen können und das beste Material an den Start bringen können. Und das ist unsere Aufgabe einfach, dass die Athleten die schnellsten Ski haben, die man sich vorstellen kann. Und da geht unser Tag ziemlich zeitig früh los und endet spät am Abend. Also es ist Testen angesagt, ja. Vielleicht mal in Zahlen ausgedrückt, wie viele Leute seid ihr hier jetzt ein Team? Wie gesagt, wir sind jetzt zu neunt hier. Wir haben einen Endtechniker jetzt mehr dazu bekommen, den Manuel Schnurrer, der jetzt im Weltcup nicht dabei war. Aber wir sind, wie gesagt, neun Leute im Wachstrack. Unser Alterspräsident, wie wir so schön sagen, unser Opa, der die Stellung im Track hält, nicht mit raus zum Testen geht, sondern alle Dinge im Track so ein bisschen in seiner Verantwortung hat, wenn von draußen reingefunkt wird, dass er da reagieren kann. Und wir sind acht Leute, dann sind immer gut zu zweit zum Testen. Also das passt ganz gut soweit. Wie viele Paar Ski habt ihr zu bearbeiten in dieser Zeit hier? Also wir haben circa zwischen 600 und 700 Paar Ski hier mit vor Ort. Wir werden natürlich nicht alle verarbeitet, weil es natürlich an den Bedingungen hängt. Jetzt haben wir sehr, sehr nasse, feuchte Bedingungen. Da ist natürlich das ganze Sortiment ein bisschen eingeschränkt auf die nassen Schliffe und Bauweisen. Also kann man dann von einem Drittel ungefähr rechnen. Haben ein Drittel nass, ein Drittel mittel und ein Drittel kalt, sage ich mal. Also 200, 250 Paar, die wir jetzt so mit in der engeren Auswahl haben für die Sportler hier. Nach den Wachs-Varianten traue ich mich gar nicht zu fragen. Die, glaube ich, sind unendlich, oder? Die sind erstens unendlich und zweitens jetzt nicht unbedingt für die Öffentlichkeit bestimmt. Das wird alles intern gehandelt. Du hast es angesprochen, wir haben nasse Bedingungen hier. Man hat es gesehen im ersten Wettkampf. Ihr habt eigentlich ganz gute Ski gehabt. Sind das eure Bedingungen? Ich denke mal, wir haben ganz gute Erfahrungen gesammelt, gerade auch im letzten Jahr, wo wir mit Sochi eigentlich schon ganz gute Erfolge einfahren konnten und auch mit den Skiern immer ganz gut vorne dabei waren. Gestern war es die Sandra Ringwald, die zum Beispiel im Damenbereich, im Prolog den schnellsten Ski hatte. Also Sebastian Eisenlauer war auch ganz vorne dabei. Also waren wir schon ganz gut aufgestellt mit unseren Skiern. Wie viel Prozent, kann man das ausdrücken, macht der Ski aus an der Leistung oder Gesamtleistung? Es ist schwer, das in Prozent auszudrücken, aber wenn du keinen guten Ski hast, dann kannst du einfach vorne nicht mitsprechen um die Medaillen. Ja. Und darum geht es bei einer Weltmeisterschaft eigentlich nur. Also sprich, auch ein Peter Nordhug kann mit schlechtem Material nicht gewinnen? Nein, da kann man Peter Nordhug oder Marit Björgen heißen, mit schlechtem Material gewinnt man nicht. Wie ist das im Vergleich zu anderen Nationen? Jetzt habt ihr einen Wachstrack bekommen, schon vor ein paar Jahren, seid eben zu neunt hier. Ist das vergleichbar mit dem Aufwand, den andere Nationen betreiben oder sind wir da im Hintertreffen? Also ich würde nicht sagen, dass wir im Hintertreffen sind. Wir haben hervorragende Bedingungen durch den Wachstrack. Man merkt es immer zuallererst, wenn man einen Weltcup ohne Wachstrack besuchen muss, wenn man gerade nach Russland oder in weiter entfernte Gegenden muss. Auch letztes Jahr Sochi ohne Wachstrack ist natürlich immer dann schon ein Rückschritt, aber man muss immer das Beste daraus machen. Und ich denke, wir haben sehr gute Voraussetzungen, um hervorragend arbeiten zu können. Wie muss man sich jetzt diesen Findungsprozess vorstellen? Also vom ersten Testen des Wachses oder des Schliffes bis dann der Ski beim Athleten ist und der dann mit dem an den Start geht? Ja, das ist natürlich ein Prozess über mehrere Tage. Du testest immer weiter ran, haust Ski raus, die
bei den Bedingungen gar nicht funktionieren. Und so tut man sich Step by Step von Tag zu Tag näher an die letztendlichen Wettkampfskier heranarbeiten, sage ich mal. Also, dann am Wettkampftag wird nochmal ein Vortest gemacht mit den, sag mal, 4 bis 5, maximal 6 Paar Skiern, die in Frage kommen. Das macht der Techniker mit einem Kollegen, also einem Technikerkollegen, dann gegeneinander ausgefahren und dann bekommt der Athlet nochmal zwei Ski dann vorm Wettkampf bereitgestellt, wo er dann die Entscheidung letztendlich trifft, der oder der. Fürs Wax ist dann jemand anderes oder ein anderes Team zuständig? Also wir haben im Team haben wir ein Skating-Team, also was die als Speed-Team sagen wir dazu, die für den Speed verantwortlich sind, und wenn dann klassisch ist, haben wir ein klassisches Team, was für den Stieg zuständig ist, und so wird vier Mann da, und so kann man sich dann näher und näher an die Wettkampfvariante heranarbeiten. Jetzt gibt es ja sicherlich einfachere Wettkämpfe für euch und schwerere Wettkämpfe. Was ist so das Schlimmste oder das Horrorszenario? Ja, morgen ist das Horrorszenario. Also mit einem Duathlon, wo du Skating hast und klassisch hast, dann ist natürlich schon eine Riesenmenge Arbeit, die zu leisten ist. Und ja, da ist man als Techniker schon froh, wenn nicht ganz so viele Starter sind. Und morgen haben wir 3 Mädels und 2 Jungs am Start. Also es ist übersichtlich, und ich denke, wir können da so gut arbeiten, dass die mit dem besten Material an den Start gehen werden. Wenn wir auf alle Fälle drauf schauen und drauf hoffen oder die Daumen drücken. Ja, hier Falun. Wir haben es gestern erlebt, den Sprint, den Auftakt. Du kennst den Ort hier zwar jetzt nicht von einer Weltmeisterschaft, aber doch auch aus dem Weltcup. Du hast dir deinen Ausstand gegeben, 2010 Richtig. Zum Beispiel auch. Wie hast du diesen ersten Wettkampftag erlebt oder diese Tage auch davor, von der Atmosphäre her, von den Strecken, von allem drumherum? Die Atmosphäre war gestern schon dafür, dass es ein Rennen unter der Woche ist, also war fantastisch. Hätte ich nicht gedacht, dass auch schon beim Sprint so die Massen an die Strecke pilgern und das Ding hier ausverkauft ist. Also es war richtig, richtig geniale Stimmung, und ich hoffe, das setze ich in den nächsten Tagen sofort, dass man das auch ein bisschen mitnimmt, die gute Stimmung hier, und dass wir auch mit guten Ergebnissen dann hier aus der WM dann letztendlich rausgehen. Vom Sportlichen her gesehen, mit Marit Björgen und Peter Nordtug, 2 verdiente Weltmeister? Ja, absolut verdient. Also die Marit, ich glaube, das hat ihr noch gefehlt. Beim Peter, ich meine Peter. Das war natürlich, ihn da auch bei der Flower-Zeremonie weinen zu sehen. Das sieht man auch, dass ein Peter Nordtug Gefühle zeigen kann und nicht nur der Coolste ist, aber es war schon stark, auch wie er es gemacht hat. Also fantastisch. Ein Wort zu den Strecken, die ja vor 2 Jahren nochmal verändert wurden, weil die Abfahrt von Mörderbacken einfach von den Athleten so nicht angenommen wurde. Wie hat sich das oder wie haben sich die Strecken verändert zu dem, wo du noch gelaufen bist oder hier unterwegs warst? Ja, der Mörderbacken ist nicht mehr der Mörderbacken, sage ich mal. Also es ist alles entschärft worden, die Anstiege, Abfahrten, ist alles sehr gut zu laufen. Trotzdem schwere Strecken, aber schöne Strecken, muss ich sagen. Also ich werde in meiner aktiven Zeit gerne auf den Strecken gelaufen, und ja, nicht schlecht, sag ich mal. Haben sie gut gemacht. Ausblick auf die kommenden Tage. Jetzt haben wir morgen den Skiathlon. Du hast es angesprochen, mit 3 Damen, 2 Herren am Start. Ich kann es vielleicht nennen: Steffi Böhler, Viktoria Karl, Sandra Ringwald bei den Damen. Ja. Was dürfen wir uns da erhoffen? Na, ich hoffe, gute Platzierung. Ich meine, die Sandy ist eigentlich, Sandra Ringwald ist natürlich zum Sprint hergekommen, über den Sprint hat sich qualifiziert, und ja, ich drücke die Daumen. Auch eine Viktoria Karl, die von der JWM kommt, mit 4 Medaillen, glaube ich, geschmückt. Also ich hoffe, sie kann morgen ihr Leistungspotenzial abrufen, und natürlich die Steffi, die für mich die größten Aussichten hat, morgen da vielleicht Top 10, Top 6, wäre schon eine schöne Sache, denke ich. Bei den Herren haben wir die jungen Wilden, Jonas Dobler, Florian Notz. Was dürfen wir da erwarten aus deiner Sicht? Ja, der Flori nach der U23-WM leider ein bisschen krank geworden. Ich hoffe, er ist wieder auf dem Damm richtig und kann morgen sein Leistungspotenzial abrufen. Und der Jonas hat eigentlich das ganze Jahr über, die ganze Saison eigentlich gute Ergebnisse gezeigt. Also hat sich peu à peu eigentlich immer in die Top 30 dann auch bewegt. Und ich hoffe, dass morgen das noch ein bisschen weiter nach vorne geht.
Jetzt heißt es aber im Endeffekt, dass wir erstmal morgen keine Medaillen erwarten dürfen natürlich. Wie schaut es in den nächsten Tagen aus? Was denkst du? Gibt es Möglichkeiten, wo siehst du die größten Möglichkeiten, dass wir vielleicht doch eine Medaille abstauben können? Ja, ich sag mal am Sonntag, der Teamsprint, da sollte, denke ich, der Fokus drauf liegen. Die Männer hatten es letztes Jahr in Sochi in der Hand, haben es leider auf wenige hundert Meter vom Ziel weggeworfen. Durch den Sturz, das war natürlich ärgerlich. Ich hoffe, Tim und der Thomas Bing, der morgen am Sonntag mit dem Tim am Start stehen wird, die können sich rehabilitieren und da ein gutes Ding reißen. Und bei den Frauen mit der Nicole und der Denise hoffe ich schon, dass es da Richtung Medaillenendkampf gehen kann. Im Einzel, Nicole Fessel, wie siehst du ihre Chancen dann am Dienstag über 10 Kilometer Freistil? Ja, gut natürlich. Also die Vorleistungen sprechen für sie. Also sie hat dieses Jahr sehr gute Rennen gezeigt. Davos, zweiter Platz, war sensationell, auch überraschend für uns. Hat natürlich auch das Material mitgespielt. Die Strecke hat ihr sehr gut gelegen. Also das, wenn sie es hier nochmal wiederholen könnte, wäre das natürlich fantastisch. Und auf die Staffelmedaille werden wir wahrscheinlich, oder bei den Herren dann speziell auch noch länger warten müssen, oder? Ich hoffe nicht, aber die Vorleistungen sprechen jetzt eigentlich nicht dafür, dass wir da in den Medaillenkampf mit eingreifen können. Ich hoffe, sie belehren mich eines Besseren, die Jungs, aber wie gesagt, das wäre eine Riesenüberraschung. Wir drücken die Daumen, das auf alle Fälle. Danke dir fürs Kommen und gerne. Ja, nicht allzu viel Arbeit die nächsten Tage. Danke.